Zumindest erzähle ich das diesen Einfallspinseln. Ich bin nämlich das neue Sprachrohr des Gottes, verstehst du? Ich bin ihr Prophet, weil nur ich hören kann, was die Gottheit sagt. Was sagst du? Diese Erdwichtel sollen heute Abend wieder ein warmes Ölbad für mich vorbereiten? Natürlich, wenn es euer Wille ist, eure Heiligkeit. So ein Arsch. Du machst dir hier also ein schönes Leben auf Kosten der Erdwichtel? Das ist abstoßend. Neidisch, dass ich als Erster hier war? Hm. Aber hast du keine Angst, dass sie dahinter kommen? Erdwichtel sind sehr schlichte Gemüter. Sie kommen nie dahinter. Und keiner von ihnen würde sich trauen, die Autorität des Propheten in Frage zu stellen. Du meinst, da müsste dich schon die Gottheit persönlich feuern. Was ich eher für ausgeschlossen halte. Abwarten. So leid es mir tut, aber ich brauche dich und die anderen Z-Teile, um einen Gnomen zu befreien. Der war gut. Ganz im Ernst. Meinst du, ich habe eine Keule zu viel aufs Blech bekommen? Ja. Hier bin ich ein Gott, zumindest fast. Ich werde bedient und führe das Leben meiner Krone. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich das aufgeben werde. Ich muss darauf bestehen, dauert auch nicht lange. Ein paar Stunden und ich bringe dich zurück. Finger weg! Wache! Dieser Mensch hat einen Frevel begangen. Er wollte die Gottheit begrapschen. Seine Heiligkeit ist sehr erzürnt. Oh oh. Werft ihn raus, er ist nicht mehr willkommen. Lasst ihn nicht mehr hierher zurückkehren. Sagt das allen. Oh, du Mistkerl. Aber Moment. Oh nein. Hey, aua, hört ihr? Aua, nicht nett. Aus, aus. Loser. Ihr verdammten Paar von euren blöden abgewiesenen Hundekuchen! Oh oh. Ihre kleinen Hände, sie waren überall. Ja, das Problem haben eigentlich viele, aber normalerweise Frauen, aber na. Ach na gut, ich komme jetzt vom Thema ab. Da ist ein Wasserbecken. Das Becken ist randvoll mit klarem Bergwasser. Vermutlich füllen die Erdwichtel hier die Wasservorräte auf, die sie im Bergwerk bei sich tragen. Ja, jetzt müssen wir uns hier quasi durchschleichen und immer wenn uns die Erdwichtel entdecken, dann werfen wir uns wieder raus. Also müssen wir sehr vorsichtig sein. Hilfe! Och, der hat seinen Teddy lieb. Ach, wie süß. Das können wir auch bestimmt zu unserem Vorteil nutzen. Und dann noch auf den anderen Stuhl. Dann verkloppen die sich bestimmt gegenseitig. Wir sind so teuflisch. Beobachten wir das Schauspiel. Der Teddy ist weg. Oh, da liegt deiner Warte. Du hast meinen Teddy geklaut. Ach, lüg nicht. Du hast ihn bestimmt geklaut. Freie Bahn. Ja. Der Schacht führt tiefer hinab in den Berg. Unten sieht man schwachen Lichtschimmer. Vielleicht noch mehr Erdwichte? Ich kletter da bestimmt nicht runter. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhelfen wird. Alright, dann gehen wir mal hier hin. Oh, da ist eine Kiste. Eine Holzkiste mit Eisenbeschlägen und einem massiven Schloss. Mist. Oder? Ist die offen? Abgeschlossen. Ach, das war ja klar. Na gut, dann müssen wir weiter rein in die Mine. Hier lang? Oh, okay. Ein Schlauch. Komm. Das ist so eine Art Wasser. Nehmen wir mit. Jetzt werden wir entdeckt. Ja, ich wusste es. Ja, ja.
Ja, ja. Wir wissen's, wir dürfen nicht rein. Ihr verdammten Paar von euren blöden, abgewählten Hundekuchen! Oh Mann. Ja, so kann's gehen. Aber jetzt haben wir endlich den Schlauch, den können wir bestimmt mit Wasser füllen. Okay. Ich fülle so viel Wasser in den Schlauch, wie es eben geht, und knote ihn dann zu. Genau. War ein Prachtstück. Der Schlauch ist prall mit Wasser gefüllt. Ich muss aufpassen, dass er nicht platzt. Alles klar. Wir haben eine schöne Wasserbombe. Kann ich mir schon denken, wir werfen es da dann bestimmt rein. Aha. Ist das Dynamit? Ja, Tatsache. Da liegen einige Dynamitstangen. Man fragt sich, wie die Erdwichtel an Dynamit rankommen. Na, bestimmt geklaut. Oder von Acme. Und da ist noch ein Schlüssel. Okay, sonst ist hier nichts. So. Na dann. Ich wünschte nur, Nate würde ein bisschen schneller gehen. Er passt. Haha. Was ist drin? Daran liegen verschiedene Steine. Hey, die Steine ziehen sich an. Sie müssen magnetisch sein. Nett. Ich nehme einen mit. Mehr Super. Brauche ich nicht. Ja. Super. Damit haben wir einen Magneten. Noch eine Schnur. Also gut, ich binde den magnetischen Stein an die Schnur. Ah, und dann dürften wir den Helm eigentlich angeln können. Sofern ich richtig liege. Na gut. Wasserbombe Marsch. Nee, geht nicht. Mann. Sauerei. Ach, da bestimmt. Lass, wir löschen die Fackel. Ja. Fusa. Ja, der arbeitet trotzdem weiter. Diese Fackel ist nicht fest mit der Halterung verbunden, anders als die anderen. Die kann ich mitnehmen. Ja, schön. Ja, fällt doch überhaupt nicht auf, dass sie jetzt bis die Mensch lang rennt. Schott. Oh, ich hab eine dunkle Vorahnung. Wir müssen da wieder hin. Und dann die Fackel anzünden. Bestimmt wird Nate dann wieder entdeckt und dann wird er wieder rausgeschmissen. Tatsache, entzünde die Fackel. Ja, er kommt dann wieder hin. Also los. Nein? Oh doch. Wie bekloppt ist das denn? Naja, was soll's. Hör wir nochmal schimpfen. Ihr verdammten Paar von euren blöden, abgewählten Hundekuchen! Oh Mann, oh Mann. Naja, wir dürften jetzt endlich alles haben. Das dauert doch immer. Ich wünschte, er könnte rennen. Ja, und der arbeitet immer noch im Dunkeln. Na dann, auf geht's. Ich halte das für eine dumme, schmerzhafte und besonders grausame Idee. Okay, okay, dann nicht. Dann halt den Schutthaufen erstmal. So, und nun Attacke. Also schön. Ja, geht besser von selbst weg. Und nun geht doch nichts über Zerstörung. Oh, auch noch alles voller Staub und Qualm. Da werden die uns bestimmt auch keinen Ärger machen. So. Na dann, angeln wir ein bisschen. Also schön.
Was zum... Zu Hilfe! Wache! Ich schwebe! Wusa? Ja, Wusa! Ich werde entführt! Nein! Ich bin es, Wusa! Dieser Helm hat Schande über mich gebracht. Er soll nicht länger mein Prophet sein. Das ist Blödsinn! Hört nicht auf ihn! Er soll verbannt werden. Der Mensch aber, den er vertrieben hat, soll uns von nun an willkommen sein. Ich bin der Prophet. Wusa! Wusa! Nein! Tja, so schnell kann's gehen. Wusa hat gesprochen! Uhaha. Mal schauen, ob wir unten vielleicht noch was kriegen. Kannst ruhig etwas schneller gehen, Nate. Sorry, nicht aufregen. Da passt aber einer auf. Ja, da passt wirklich einer auf. Ah, na gut, jetzt wissen wir es wenigstens. So, mal schauen. Ein Holzstück? Okay. Ein glattes Holzstück, etwa einen halben Meter lang. Ich würde sagen, es ist eine Art Stiel. Ah, dann nimm doch mit. Das können wir noch immer gebrauchen. Okay, da sind wir in der Mine erstmal auch fertig. Also, warum gehe ich... Ach ja, ich muss ja noch den Helm einsammeln, stimmt. Jetzt hätte ich beinahe den fiesen Helm vergessen. Na, Helmi? Hast du uns vermisst? Er sieht etwas staubiger aus als unten in der Höhle, aber ansonsten scheint es ihm gut zu gehen. Gut? Ich werde dich, Halt die Klappe. Ich muss einen guten Freund retten und dabei wirst du mir helfen, ob du willst oder nicht. Genau. Ja, mecker nur. Wir nehmen dich jetzt. Nimm deine Finger weg! Nein, nicht die fettigen Haare! Max. Oh, nö. Was macht denn die Dumpfbacke hier? Immer noch der Alte, was? Holen wir den Psychopathen etwa auch noch? Das Schwert? Das ist zumindest der Plan. Das wirst du mir büßen. Oh, oh. Na gut. Dann gehen wir mal zum Feuerberg, wo ein schrecklicher Drache wütet. Okay, wüten ist wohl falsch. Okay. Hast du Angst? Geht so. Du solltest starr vor Schrecken sein. Bist du starr vor Schreck? Nicht wirklich. Was liest du da? Wie werde ich ein furchteinflößendes Monster in 14 Tagen? Aber ich habe gerade erst angefangen. Und im ersten Kapitel steht, man soll sich nicht entmutigen lassen, wenn es nicht gleich funktioniert. Und es wird immer Leute geben, die einem den beruflichen Erfolg nicht gönnen. Klar. Okay. Ein weiblicher Drache, der sich erst noch bilden will. Okay. Okay, jetzt habe ich echt schon alles gesehen. Ein Hammer. Die eine Seite des Kopfes ist abgerundet. So etwas wird beim Schmieden benutzt. Okay, nehmen wir mit. Ja, einfach rein. Eine Zange, wie Schmiede sie benutzen.
Durch die langen Griffe kann man großen Druck auf die Werkstücke ausüben und sie sicher halten. Dann her damit. Ein Amboss mit Zwergenschriftzeichen. Gewaltiges Ding. Eine Steinschale, die kann man doch bestimmt auch einstecken. Eine massive Steinschale mit einer Art Griff. Die Innenseite ist schwarz und verrußt. Einfach mitnehmen. Ich glaube, das ist eine Münzpresse. Man füllt Gold, Silber oder Mithril in die Öffnung und presst mit diesem Stempel die Gravur in die Münze. Nett. Ah, Steine. Können wir auch angucken. Eine Reihe seltsamer Steine. Sie sind recht glatt und glitzern leicht. Wahrscheinlich stammen sie aus dem Inneren des Berges. Na dann nehmen wir doch mit. Den können wir auch bestimmt benutzen. Und jetzt noch her mit dem Hammer. Haha. Im Inneren des Steins sind Kristalle.